Der Chasseron ist ein 1607 Meter hoher Gipfel im Waadtländer Jura in der Schweiz, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Yverdon-les-Bains. Er ist Teil der südöstlichsten Kette des Faltenjuras, die steil zum Schweizer Mittelland abfällt. Der Höhenzug des Chasseron wird im Süden durch das Tal des Arnon, im Osten durch die Poitares-Schlucht, im Norden und Nordwesten durch das tief eingeschnittene Tal von Norvo und im Westen durch den Jurapassübergang COL des Etreus begrenzt. Die südliche Bergflanke fällt relativ sanft gegen die auf durchschnittlich 1,200 Meter UM liegende Hochterrasse von Les Races und Bollot ab. Erst unterhalb dieser Terrasse erfolgt die Steilstufe des Jura-Südhass. Auf der Nordseite des Berges befindet sich ein Ausräumungskessel, eine sogenannte Halbkluss. Hier hat ein Gewässer die harte Deckschicht des Chasseron-Kalksteins aufgebrochen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kessels stehen die Roches-Blaschen, über welche die Kantonsgrenze zwischen Waadt und Neuenburg verläuft. Der Chasseron ist bis auf eine Höhe von etwa 1400 bis 1500 Meter UM bewaldet, darüber liegen ausgedehnte Bergweiden. Am Südhang des Chasseron wird im Winter Skisport betrieben, es gibt mehrere Skilifte im Bereich von Les Races und Saint-Croix. Auf dem Gipfel des Chasseron befindet sich ein Bergrestaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten. Bei klarem Wetter bietet der Berg eine Rundsicht auf die Savoyer, die Waliser, die Berner Alpen und bis zum Sentis.